Na da zusammen, hier ist wieder Heutela und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mage-Tower-Guide präsentieren. Heute geht es um den Feuermage. Und ja, jetzt mittlerweile auch den letzten Spec vom Magier abgeschlossen. Ich will euch in dem Guide einmal das Gear, die Consumables, VZ, Skillung und dann natürlich den Kampf an sich zeigen. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Gear. Ich habe mit demselben Gear gespielt, wo ich auch Frost und Arcane gespielt habe. Heißt, ich habe mir mit dem MOP-Schneider ein 450er Item-Level-Gear gebaut. Das wird ja hier im Timewalker eh auf 50 runterskaliert. Und mit dem PvP-Items hier, die man sich als Schneider herstellen kann, hat man halt noch ein paar extra Sockel drauf. Zusätzlich habe ich mir zwei alte Legendaries geholt, die aber deaktiviert sind. Da geht es nur darum, dass die jeweils einen Sockelslot haben. Und dann habe ich mir noch einen Juwelring geholt aus der aktuellen Expansion, sprich aus Shadowlands. Der hat nämlich auch noch einen Sockel. Dann habe ich gespielt einmal mit dem Geisterdrachling. Und zwar kann den ein Inji herstellen. Und dann habe ich noch gespielt mit der verheerten Samenkapsel. Die bekommt man einmal aus, aus Legion. Und zwar haben wir dann einmal den Smaragdgrünen Albtraum und hier Nintendo, den ersten Boss. Da kann die dann droppen. Zusätzlich könnte man sich, wenn man denn ein bisschen Dropglück hat, auch noch in Warlords of Draenor, in der Höllenfeuer-Zitadelle, so, dass ich es noch rausbringe, bei Iska das Iska-Trinket holen, diesen Blick hier. Ich hatte leider kein Glück, deswegen habe ich dann mit dem Drachling gespielt, aber das wird wahrscheinlich stärker als der Drachling sein. Waffe habe ich hier eine ganz normale genommen, die ich halt noch aus Shadowlands rumliegen hatte. Die hat jetzt keine besonderen guten Stats drauf, aber das ist auch nicht so wichtig. Es geht hauptsächlich um die Sockel quasi. Von den Verzauberungen haben wir einmal die himmlische Führung drauf. Dann habe ich Versa verzettet. Ich glaube, das ist als Fire Mage nicht mal ganz so sinnig, wenn wir ehrlich sind. Aber ich hatte einfach das draufgelassen vom Frost Mage, was ich davor gespielt habe, und beziehungsweise dem Arcane Mage. Davon da die Stats. Also könnt ihr da auch was anderes draufnehmen. Ich glaube, Fire Mage brauchst du hauptsächlich Crit. Also da haut ihr vielleicht lieber Crit drauf. Ich habe mir das Gold dann gespart, das umzubasteln, weil das auch nicht so eine Riesenauswirkung hat. Zu den Sockeln kann ich euch sagen, am besten sockelt ihr Int rein. Ich habe mir jetzt hier die 3 Int-Sockel reingebastelt überall. Man kann aber auch 4 Int-Sockeln. Das sind die epischen. Die waren aber hier auf dem Server tatsächlich zu teuer. Und dann gibt es einmal noch einen Metastein mit 3 Int und 3% mehr Crit. Den könnt ihr in den Kopf reinhauen, wenn ihr denn einen Metaslot auf dem Kopf habt. Und dann gibt es halt noch 2 Sockel. Einmal hier das Krakenauge der Intelligenz, das hat 6 Int drauf, das könnt ihr nur einmal drauf basteln. Und dann Leviat-Auge der Intelligenz hat 7 Int drauf, könnt ihr auch nur einmal drauf basteln. So viel zum Gear. Dann zu der Skillung. Ich habe brennende Berührung geskillt, Flimmern, Rune der Kraft, Flammenden Inferno, Eisschutz, Flammenfeld und Meteor. Und dann schauen wir noch die Consumables an. Ich habe einmal gespielt mit dem großen Fläschchen der unendlichen Tiefen, weil es die meisten Sets hat, mit dem Schattenkernöl. Gut, Int-Buff haben wir als Magier so, deswegen brauchen wir keine Rolle. Dann verschleierte Verstärkungsrune. Und dann habe ich einmal mit dem Crit-Food aus BFA gespielt. Und dann noch Trank der ungezügelten Wut, der bringt nämlich am meisten Damage. So, soweit zum Setup. Dann würde ich sagen, schauen wir in den Kampf an sich rein. Das ist ehrlich gesagt ein leichterer Kampf. Ich habe mit der Katze wesentlich mehr Tries gebraucht als hier mit dem Feuermage. Also das kann man auf jeden Fall relativ easy runterspielen. Gut, wir starten mal rein. Ganz am Anfang hauen wir uns natürlich Food und alles mögliche rein. Wir können dann am besten, wenn ihr auch das Kapsel-Trinket habt, in Melee Raid starten. Und zwar haben wir hier die Dialoge und wir können am Anfang sofort unser Kapseltrinket ziehen. Das spawnt ja eine Void Zone unter dem Boss, denn es spawnen am Anfang, neben dem Boss an sich, erstmal 3 so komische kleine Feuerwichtel. Diese Feuerwichtel machen relativ gut Schaden an euch. Ihr solltet euch euer Schild vorher noch drauf buffen und dann könnt ihr alle CDs hier reinziehen. Jetzt stoppen wir mal kurz. Ich habe mir eine Makro gebastelt, wo sowohl Combustion drin ist, als auch Heldentum. Also die Zeitkrümmung und mein Trank, dass ich alles 3 drauf habe. Wenn wir das Combustion ziehen, kriegen wir die Rune automatisch noch, die wir geskillt haben. Da bleiben wir am besten auch drin stehen. Dann haue ich den Meteor sofort drauf und danach könnt ihr die Arkane Explosion ein bisschen spammen, um die Ads zu töten. Meistens sterben sie gleich schon und ihr könnt dann komplett auf den Boss durchziehen. In dem Kampf gibt es insgesamt 4 Arten von Wichtel, die spawnen. Die erste habt ihr gerade gesehen, das sind diese kleinen roten Wichtel. Die casten einfach nur so ein
Feuerangriff, der macht halt Schaden und da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr quasi nicht von weggeschottet wird, also die Wichtel schnell töten. Die zweite Art ist der rauchende Wichtel. Dieser rauchende Wichtel spawnt um den Boss rum, lauft zu euch und wenn er euch erreicht, geht er hoch und macht euch Schaden. Den wollt ihr am besten schnell töten, dass der nicht zu euch kommt und explodiert. Ihr könnt die Explosion zwar outrangen, also ein bisschen weglaufen, aber hinterlässt eine Slowfläche und ihr bleibt den ganzen Kampf liegen. Und ihr müsst dann zwischendrin mal hin und her laufen und wenn ihr dann in der Slowfläche ständig drin steht, ätzen. Die macht nämlich auch ein bisschen Schaden, deswegen rauchende Wichtel wollen wir schnell töten. Und dann haben wir hier diese Wichteldiener, die von hinten spawnen. Die greifen euch nicht an, die rennen zum Boss und casten den Strahl, der ihn hochheilt. Wenn man sie aber wegroutet, wie ich das jetzt hier gemacht habe mit der Frostnova, kann man sie vorher töten, bevor sie am Boss rankommen und dann heilen sie den auch nicht. Ne? Die haben nicht sonderlich viel Leben, der Magier macht verdammt viel Schaden, vor allem mit den Instant-Zaubern, die man ja hat. Und da kann man sie eigentlich relativ schön wegräumen. Wir haben auch zwei Aufladungen von der Frostnova und dementsprechend können wir da auch ganz entspannt die mehrmals freezen und auch den kleinen Wichtel, der vorne, also dieser rauchende, der explodiert, den können wir dann auch schön wegzitzen. Dann als nächstes, ich kann es jetzt mal, hier haben wir ein Schild, ne, das der Boss castet und zeitgleich haut er einen Haufen Damage auf euch raus. Umso länger das Schild drauf ist, umso mehr Damage erhaltet ihr dementsprechend von dem Boss. Also er channelt die ganze Zeit den Cast durch, ihr kriegt immer mehr Schaden. Ihr müsst dieses Schild schnell aufhauen und dann könnt ihr ihn erst unterbrechen. Ja? Vorher könnt ihr quasi den Interrupt nicht draufhauen. Und jetzt haben wir die nächste Fähigkeit. Ihr seht schon, hier spawnen gleich ein Haufen kleine Wichtel. Das sind die dritte. Das sind so, ja, so lilane Wichtel, die casten auch ein bisschen Damage auf euch drauf. Und das Schlimmere ist, der Boss ist jetzt immun gegen Schaden, also komplett. Er hat einen quasi ein oder drei Debuffs drauf für jeden von diesen Wichtel, der am Leben ist. Und ihr müsst jetzt schauen, dass ihr diese lila Wichtel schnellstmöglich wegräumt. Die hauen euch auch ein bisschen auf den Latz, deswegen kann ich euch empfehlen, dass ihr die Zeitverschiebung zieht, bevor die Wichtel spawnen. Dann lauft ihr quasi rein zu diesen kleinen Wichteln, haut wieder eure Fläche hin, also unser Kapseltrinket. Dann hauen wir einmal den Meteor drauf und sonst spammen wir halt einfach nur Arkane Explosion. Dann sterben die alle. Ihr werdet vom Leben ein bisschen runtergehauen, aber da ihr ja vorher die Zeitverschiebung gezündet habt, werdet ihr wieder zurückgeportet, habt euer volles Life und alles ist gut. Zwischendrin solltet ihr halt euer Schild immer mal ziehen, sonst habt ihr halt einfach die Problematik, dass ihr langsam droppt und der Magier hat nicht viele Möglichkeiten, sich zu heilen. Eigentlich haben wir nur den Healpot, den ihr auch mitnehmen solltet, das habe ich jetzt noch vergessen. Den absyrischen Healpot habe ich mir genommen, der macht auf jeden Fall Sinn und das ist so die einzige Möglichkeit, wo wir uns wieder hochziehen können. Viel mehr ist es eigentlich nicht an verschiedenen Fähigkeiten hier. Ihr solltet immer ein bisschen beachten, während diese kleinen Wichtel spawnen, das ist etwa jede Minute. Also es geht genau mit dem Kapseltrinket auf und mit der Zeitverschiebung. Und beim ersten Mal solltet ihr die Zeitverschiebung vielleicht so 3, 4, 5 Sekunden, bevor die Wichtel spawnen, ziehen, dass es nicht zu knapp wird. Weil ich hatte ein paar Tries, da war es bei mir tatsächlich so. Ich habe es erst genau dann gezogen, als die ersten Wichtel kamen und dann ist es immer ein bisschen weiter nach hinten geschoben, das Ganze. Und dann ging es mir nicht mehr auf und dann habe ich zu viel Schaden gefressen, immer mit ein bisschen Life nur rumgehampelt. Ihr müsst ein bisschen gucken, teilweise kommen die Sachen gleichzeitig, also diese kleinen Wichtel und die von hinten. Da müsst ihr schauen, dass ihr die wirklich extrem schnell wegräumt, weil wenn die hier durchchanneln, dann ist der Boss relativ schnell wieder down. Sobald ihr bei 50% Life seid, ist es so, dass der Boss sich hochportet, ja. Also ihr seht, der Boss ist einmal hier oben und er macht eigentlich selbige Fähigkeiten wie vorhin auch gerade. Ach, was ihr gerade noch gesehen habt, hier haben wir diesen rauchenden Wichtel, ne? Wenn ihr einen CC-Effekt draufhaut, während er seinen Explocast castet, könnt ihr ihn interrupten und er fängt ihn von Neuem an, ne? Also deswegen immer mal wieder hier diesen Drachenodem, heißt der glaube ich, ziehen. Das macht auf jeden Fall Sinn, da könnt ihr nochmal eine Explo vermeiden. Wie gesagt, ihr könnt das zwar outrangen, diese Explosion, aber die Voidfläche bleibt halt trotzdem liegen. Und das, ihr macht es euch dann im späteren Verlauf des Kampfes wesentlich schwerer, wenn ihr halt mehrere Voidflächen liegen habt. Vor allem, ihr kommt dann auch nicht mehr dem rauchenden Wichtel weg, dann kommt die nächste Voidfläche, die nächste und irgendwann kriegt ihr ein Problem. Ne? Ihr seht, was wir jetzt hier noch haben, sind zweierlei Dinge. Erstmal, wir haben diese Kometen, die da runterrollen. Wenn ihr in die reinkommt, kriegt ihr extrem Schaden. Ich glaube, Hälfte Leben ist etwa weg und ihr werdet gestunt. Also ihr könnt dann 3 Sekunden nichts machen. Ihr solltet euch auf keinen Fall von diesen Teilen treffen lassen. Das ist das Schlimmste, was euch passieren kann. Zusätzlich haben wir jetzt neben diesen Dealer-Flächen, die ihr unten schon gesehen habt, die habe ich jetzt vorher nicht erwähnt, aber das ist relativ easy. Ihr solltet einfach halt rausgehen aus denen. Haben wir jetzt noch diese grünen Flächen, die auch noch einschlagen. Einfach aus beiden raus. Und am besten dann halt immer das Versengen casten.
macht es wesentlich angenehmer. Hier seht ihr, haben wir wieder diese kleinen Wichtel. Ich habe vorher wieder Zeitverschiebung gezogen. Lauf rein, hau mein Trinket rein, Meteor rein, ein bisschen Arcane-Explosion. Manchmal erwischt man nicht alle, denn diese Lila-Karsten-Wichtel, die porten sich immer hin und her, ja. Und teilweise lauft ihr rein, haut den Meteor drauf, das Trinket, habt die Fläche liegen und die porten sich halt raus und gehen in eine andere Ecke. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Und vor allem hier oben ist es halt gefährlich, wo diese Meteoriten runterfliegen. Die fliegen runter und bleiben da einen kurzen Moment. Und wenn ihr da in der Nähe steht, werdet ihr halt sofort weggestunt, ne? Und deswegen immer ein Ticken gefährlich. Am besten vielleicht eins, wo Procs von euren Instant-Zaubern aufheben, um dementsprechend, wenn die da ganz hinten in der Ecke sind, dass ihr die noch wegholen könnt. Weil da ist es dann immer ein bisschen schwierig, noch reinzulaufen mit keiner Explosion, die wegzuholen. Das ist dann, ja, immer ein bisschen suboptimal. So, ihr seht, der Boss geht jetzt runter, so zwischen 30 und 35 portet er sich nämlich das zweite Mal. Und dann portet er sich jetzt ganz ans andere Ende hier. Jetzt ist es so, dass im Endeffekt die Fähigkeiten dieselben bleiben, bloß die Konstellation ändert sich so ein bisschen. Die Meteoriten kommen weiter von oben, also ihr habt jetzt ein bisschen längeren Weg mit den Meteoriten. Wenn ihr nach hinten guckt, könnt ihr immer so ein bisschen schauen, wo kommen sie her. Und euch da einen Ticken drauf vorbereiten. Ja. Die Wichtel, die spawnen und zum Boss laufen ihn heilen, spawnen auch wieder hinten und laufen jetzt quasi einmal gegengesetzt von hinten nach vorne. Also das bleibt sich auch gleich. Die könnt ihr in die Frostnova packen und dann einzeln weghauen. Das Einzige, was jetzt hier ein bisschen tricky wird, mir wurde geraten, dass ich jetzt ab 30%, wenn er sich runterportet, nur noch mit dem Versengen durchziehe. Ihr müsst nämlich einfach zu sehr moven. Ihr müsst von den Meteoriten moven, ihr müsst von den Voidflächen am Boden moven und sonst kommt ihr nicht mehr auf Schaden. Ich habe es ein paar Mal probiert, immer mit meinem Feuerball durchzuziehen. Das kannst du knicken, ja. Da kommst du zu tatsächlich zu wenig. Dementsprechend einfach nur noch am besten das Versengen. Das könnt ihr im Casten, im Laufen casten und dann ist das relativ entspannt. Wenn ihr es ein bisschen besser drauf habt als ich, würde ich euch empfehlen, dass ihr vielleicht hier vorne eher rumläuft und nach hinten guckt. Ich habe es jetzt anders gemacht, weil ich mit der Kamera da ein bisschen Probleme hatte. Besser ist es eigentlich, wenn ihr zu den Meteoriten guckt, dann seht ihr, wo die spawnen und habt nicht das Problem wie ich, dass ihr im letzten Moment ausweichen müsst. Das ist immer so ein bisschen suboptimal. Teilweise habe ich dafür meine Blinks immer rausgehauen, dass ich gemerkt habe, ah kacke, der ist 2 Meter hinter mir, der Meteorit, und musste dann noch im letzten Moment rausblinken. Und hier seht ihr auch mit der Voidfläche, was ich meinte, ihr werdet da schon ziemlich runtergeslowt. Und wenn ihr öfter mit diesen Wichteln failt, kriegt ihr immer mehr Voidflächen und dann wird es halt A, schwerer von den Einschlägen wegzulaufen, von den Meteoriten und von den kleinen Wichteln, die euch ja auch noch verfolgen. Ihr seht, wenn ihr zu lang braucht, dann portet der Boss sich nochmal hoch. Ich habe jetzt hier auf sicher gespielt und oben, unten quasi immer die Wichtel alle gefokust und meine CDs auf die aufgespart. Und dann portet sich der Boss nochmal hoch und ihr müsst ihn halt oben runterspielen. Ist aber nicht sonderlich schlimm. Fähigkeiten kriegt er keine mehr dazu. Und wenn ihr den unter 10% habt, würde ich euch empfehlen, dass ihr es so macht wie ich, dass ihr einfach durchzieht. Ich habe dann jetzt hier nochmal die gefreezed, beziehungsweise die Wichtel, die müssen wir jetzt nochmal spielen. Ihr seht ja, gerade das Ding ist über mich drüber gerollt, Hälfte Leben weg. Und ich bin fast down jetzt an der Stelle. Aber wir haben ja hier einmal die Zeitverschiebung gezogen und bin wieder voll. Also das ist unerlässlich, dass ihr das zieht, sonst werdet ihr echt Probleme kriegen. Außer ihr spielt es natürlich so sauber, dass ihr von nichts erwischt werdet, aber ich denke mal, der ein oder andere wird bestimmt beim ersten, zweiten, dritten Try bestimmt hier mal so einen Meteoriten mitnehmen. Also zumindest war es bei mir so. Ja, und dann klatscht dann einfach runter und das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Im Endeffekt ist es halt so ein bisschen die Wichtel zu kontrollieren und den konstanten Boss-Damage hinzukriegen. Sobald ihr unten seid, wie gesagt, mit Versengen durchzuziehen, macht Sinn, weil den Feuerball, sobald er stehen bleibt, kriegt er halt bloß auf den Sack und viel mehr als den Heiltrank haben wir tatsächlich nicht, um Leben zurückzuhalten. Gut, das war jetzt mein Try. Ich habe, glaube ich, hier tatsächlich nur 8 Tries gebraucht, was für meine Verhältnisse relativ wenig ist. Ich denke mal, die Challenge ist nicht so schwierig. Ich habe vorher keinen Feuermage gespielt und war auf jeden Fall machbar, ich sag's mal so. Gut, ich denke mal, die Makros muss ich euch jetzt nicht unbedingt unten in die Box reinpacken. Ich habe, wie gesagt, nur mit dem eingespielt, wo ich halt meinen Pot und HT mit reingepackt habe. Ich kann es euch aber dennoch kurz zeigen. Das ist einfach Wirke ein Einäschern, Wirken Zeitkrümmung und benutzen halt den Trank der ungezügelten Wut, genauso heißt er. Okay, das war's mit dem kleinen Guide. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.